Zauberwort Digitalisierung. Sie stellt Unternehmen vor große Herausforderungen, aber sie bedeutet auch eine große Chance für sie. Denn der Trend im Business heißt heute Internet of Things. Alles, was vernetzt werden kann. Willkommen, Ultra HD Web TV, Sondersender NRW TV, euer Medienkanzler. Ja, wir haben hier mal eine Sendung wieder vorbereitet, die hochgradig brisant ist. Ihr kennt uns. Wir sind ja nicht nur für Star Wars zuständig, wir sind ja nicht nur fürs Copyhaus zuständig oder fürs Medienhaus zuständig. Wir sind halt für alles zuständig. Wir sind zuständig für unsere Kunden. Die Kunden haben ein Anliegen und dieses Anliegen bearbeiten wir. Besonders ich, euer Medienkanzler. So, ich, euer Medienkanzler, hat jetzt mal was richtig Gutes bearbeitet, weil ich wurde beauftragt, einen Datensatz zu analysieren. Es geht nämlich um Strom. Es geht um Stromabzocke. Es geht um Strom, wie die Stromanbieter mit uns umgehen. Es geht darum, wie Verivox oder Check24, also die Online-Portale, uns sagen, du musst wechseln, gibt es günstiger. Dann sieht man plötzlich ZDF ARD. Dann sieht man bei YouTube, wer wechselt, ist der Dumme. Und da sind wir beim Thema. Eine Person musste wechseln, bedingt durch einen Umzug. Ja, was machen? Man zieht um und dann sagt der Anbieter, nö, in der Wohnung können wir sie nicht beliefern. Hä? Ja, dann geht man natürlich in so ein Portal. So, dann geht man so in ein Portal, aber das Portal sagt nicht, dass man im Portal selbst den Stromanbieter annehmen müsste, so wie Verivox oder Check24, weil dann sind die, oder man könnte dann denen, die Verivox oder Check24 oder wie die Online-Portale sich alle so nennen, wenn man über ein Online-Portal etwas annimmt, dann kann man auch mit dem Online-Portal sprechen, weil dann bekommt man eine ID-Nummer zur Identifizierung. So, die sagen natürlich, ja, sie waren bei uns, sie haben sich da den Stromanbieter ausgesucht, das ist richtig. Aber den Abschluss haben sie bei dem selbst gemacht. So, ist ja auch gar nicht schlimm alles. Aber vielleicht ist es ja euch auch passiert, dass ihr in diese sogenannte Falle geraten seid. Wir nennen es Falle, ja, oder Unsachlichkeit oder Abzocke. Ja, ist halt so. Irgendwas passiert da ja immer. So, eine seriöse Firma ist immer gerne bereit, auf den Kunden zuzugehen, diesen sich anzuhören und Fragen zu stellen, was ist denn passiert. Aber es gibt halt solche Stromanbieter, die sofort loslegen vor Gericht, eine wunderschöne Geschichte erzählen, weil die ja genau wissen, dass der Richter überhaupt gar keine Zeit hat oder gar kein Interesse hat, sich diesen Fall da anzuhören. Der macht dann ein Urteil, zack, meistens ist natürlich dann der Kunde der Dumme. So. Worauf möchte ich hinaus? Euer Medienkanzler möchte darauf hinaus, um euch zu sagen, dass wir in einer wirtschaftlichen Demokratie leben, wo nur der, der Geld hat, auch Recht bekommt. Ihr müsst nämlich Recht kaufen. Das Recht ist da, für alle Bürger, hurra, aber wer Recht braucht, muss es kaufen, weil es nämlich ein Rechtsgesetz gibt. So, wenn man über ein Recht beraten werden möchte, du, habe ich Rechte, du, habe ich keine Rechte, dann dürfte ein Normalbürger nicht sagen. Komisch. Ja, weil so ein Anwalt flippt uns aus. Ein normaler Bürger darf nicht sagen, immer, natürlich hast du Rechte. Das Recht sowieso, sowieso. Zum Beispiel Anwalt und Mandant. Kann man nachlesen. Also, ne, kauft euch ein Buch und lest. Bücher bilden. Oder aber, ihr könnt natürlich Dr. Jura Ralf Höcker anschreiben. Der ist in Köln. Das ist ein Rechtsanwalt, der das Lexikon der Rechtsirrtümer auf den Weg gebracht hat. So, den werde ich auch mal, den Ralf werde ich mal fragen, was man da so beraten darf und wenn nicht beraten darf. So, dann gibt es natürlich die Ratgeber, die gab es mal, für die sozial Schwachen. Ja? Soziale hilft in Lebensunterhalt und so weiter. Da gibt es natürlich auch Bücher, um das Recht zu verstehen. Ja? Um das Recht zu verstehen, das Strafrecht, oder normales Recht. Das Schöne an der Geschichte ist, ist das Strafrecht. Das ist nämlich ganz einfach. Ja? Täter oder nicht Täter. Aber Zivilrecht. Wow, wow, wow. Zivilrecht, das haut rein. Denn da braucht ihr nämlich Bücher, die nämlich
vor allen Dingen mächtig reinhauen. Ja, so sieht das Recht aus. Jeder kriegt Recht. Wir sind ein rechtlicher Staat. Ja, ein Gerichtsvollzieher, der freut sich richtig, dass er hier in einem rechtlichen Staat ist. Der sagt, also ein Gerichtsvollzieher sagt dann ganz süffisant, ja, wenn dir das nicht passt, kannst du ja ausziehen. Ne? Dann zieh doch aus hier aus dem Land. Ne? Dann wirst du mal sehen, andere Länder. Ne? Es gibt Länder, die sind viel besser drauf und die haben viel mehr Rechte für ihre Bürger. Aber Schwamm drüber, man muss ja die Sprache können. Wer die Sprache nicht kann, hängt dann da. Ja, ich habe noch keine deutschen Auswanderer gesehen jetzt hier. Ne? Früher, vor langer Zeit, ja. Sudetendeutsche und so. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wer Recht haben möchte, muss Recht kaufen. Ja, er muss zu einem Anwalt gehen und hoffen, dass der spricht, richtig spricht, dass man es auch versteht. Ist schon mal viel Geld weg. Man hat nichts verstanden. Schade eigentlich. Dann kommt der Prozess. Man hat doch einen Anwalt gefunden und staunt, dass man verloren hat, weil der Anwalt war stumm. Der kommt dann aus dem Gerichtssaal und sagt, du musst zahlen, du musst zahlen. Berufung, habe ich keine Zeit, such dir einen anderen Anwalt. Ja, gibt es. Ein Anwalt kommt raus und sagt, du musst zahlen, ne? Oder sie müssen zahlen. Und Berufung, wenn sie in Berufung gehen wollen, da stehe ich ihnen nicht zur Verfügung, dann nehmen sie einen anderen Anwalt. Tolle Wurst, oder? Ja. Wir sind ja ein rechtlicher Staat. Jeder hat Rechte, auch ein Anwalt. Ja. Und der besonders, der hat ja nur Rechte. Der nur Rechte, der darf alles. Der darf alles, der darf sogar behaupten, ne? Weil er ja Rechtsanwalt ist. Hm? Ja, ja, klar. Okay, wir haben hier einen Fall laufen mit Stromanbietern, die halt eine Kundin über den Löffel barbiert haben. Diese Stromfirma hat einfach 2 Monate nicht geliefert. Müssen wir im Raum stehen lassen, weil eine andere Stromfirma behauptet, dass das so sei. Denn in jedem Bundesland ist ein Hauptstromanbieter, denn Strom läuft immer. Es gibt keinen Stromstopp oder so. Der Strom läuft, das ist eine Garantie des Staates. Der Staat kümmert sich darum, dass der Strom läuft. Aber daran möchten ja viele Geld verdienen. Die kaufen halt die Leitungen und vermieten diese Leitungen an ihre Kunden. So funktioniert das. Das dauert so 4,32 Minuten mit oder 4,32 Sekunden, je nachdem, welches Portal ihr da gerade drückt. Ein Mausklick, habt ihr einen Vertrag. Okay, Gott sei Dank haben wir ja einen rechtlichen Staat, der sagt, okay, du hast jetzt online einen Vertrag, der muss aber gegengezeichnet werden. Ihr müsst den Willen beurkunden. So, dann wird der Wille beurkundet durch schriftliche Sachen. Ich zeige euch jetzt nicht, ich zeige euch mal hin, da steht genügend drauf. So, wir hier haben gerade eine Vollmacht vor uns liegen, um Datensätze zu analysieren. Es waren so ein Stapel Daten, also Papierdaten. Ne? So, dann haben wir uns da hingesetzt und haben die Daten zusammen gemacht und haben gesagt, gut, hier, viel Spaß damit. So, dann haben wir aber festgestellt, dass da viele Daten nicht stimmen, Uhrzeit nicht stimmen und so weiter. So, im Vertragswesen ist also, wenn ein Vertrag nicht richtig stimmig ist, wenn da Fehler sind und keine richtigen Absprachen, ist dieser Vertrag ungültig. Ja, jetzt wird gerade wieder einer zu Grabe getragen, deswegen hört ihr hier im Hintergrund die Glocken läuten. So, ich habe heute mal wieder, ist ja wieder Star Wars Samstag, hier Stammtisch und so, aber ich habe jetzt wegen diesem Vorfall hier einfach mal hier die Kamera angemacht und die Sendung hochgefahren. Wir helfen, natürlich helfen wir, aber normal. Wir hören uns alles an und wir machen auch Berichte darüber. Wir berichten darüber, dass jeder in eine Falle gerät, weil wir ein rechtlicher Staat sind. Wir sind so rechtlich, wir haben so viele Rechte, dass wir auf eine Art gar keine Rechte haben, wenn wir kein Geld haben. Ein Obdachloser zum Beispiel. Habt ihr schon mal einen Obdachlosen gesehen, der irgendwie vors Gericht läuft und sagt, ey Leute, ich bin ein Obdachloser, ich habe die Schnauze voll. Ich wurde betrogen und ich wurde belogen, jetzt bin ich obdachlos. Habt ihr das schon mal irgendwo gesehen? Nee, ne? Ist klar, der hat nämlich kein Geld. Ja. Okay. Natürlich könnte er jetzt zu Gerichte gehen, ja, sich da hinsetzen, wo ein paar hundert Leute sitzen, in einer sogenannten gerichtlichen, für Leute, die kein Geld haben. Habt ihr das schon mal gemacht? Ich bin Videojournalist und ich decke auf. Also bin ich auch dahin,
habe ich auch hingesetzt. Natürlich hat er es gemerkt und ich musste 20 D-Mark zahlen. War in etwas frühen Zeit, nicht jetzt. Wenn man studiert und macht und tut, dann will man auch seinen Beruf richtig machen und dann geht man seinem Beruf richtig nach. Das war vor langer Zeit. 1979 ging es los. Ja, und man hat aufgedeckt. Ja, wir haben einen rechtlichen Staat, wenn du Geld hast, kannst du alles machen. Ach, wirklich, glaubt mir, das geht ruf. Ja. Hör ich mir auch täglich an. Ja, dann wissen wir doch, wer Geld hat, die Geld regiert die Welt, bla bla. Wir sprechen aber vom Recht und nicht vom Geld. So, wenn ich doch Recht habe, also habe ich doch Recht, jetzt hier in die Kamera zu sprechen und über das Recht zu sprechen, oder nicht? So, und wenn ich sage, dass ich jetzt, euer Medienkanzler, eine Befugnis habe, Daten zu analysieren, Daten zu sammeln, damit eine Person, die das nicht kann, zu einem Anwalt gehen kann und ihm kurz und bündig das dahin zu legen, weil dieser einfach dem Anwalt nicht erklären kann, was vorgefallen ist. Der Medienkanzler kann nicht zum Anwalt gehen und dem Anwalt erklären, was da geschehen ist. Das geht nicht. Es geht nicht. Ja, wäre schön, wenn man es dürfte, richtig. Aber geht nicht. So, also muss man doch dieser Person, die verzweifelt ist, die regelrecht ausgeraubt wird. Ja, Stromanbieter rauben ihre Kunden aus. Ist genauso mit den ganzen Telekom-Anbietern. Das sind alles Wegelagerer, die jetzt die Leitungen ausbremsen und sagen, immer, wenn du in HD kostet 7,99 Euro mehr. Und wenn du schneller werden willst, kostet 9,95 Euro mehr. Wenn ihr euch mal eure Leitung anschaut, die zwei kleinen Kupferdrähte, die vollwertig digital haben, die haben Glück, sie sind aber fast kein Alter. Ich habe noch keinen gesehen. Also wir haben ein fingerdickes Kabel, da sind lauter kleine Litzen drin und zwei kleine Litzen befinden sich jetzt in unserem Router. So, und diese Leitungen hier, die laufen hier durch 150 Quadratmeter ab in den Keller, vom Keller bis zur Straße und von der Straße bis zum Verteiler. Rechnen mal die Meter aus, sagen wir mal 100 Meter Kupferkabel. So, wir haben 100 Mbit bei der Telekom geordert und hin und wieder haben wir hier mal, wenn wir so diese Sachen ab, so bis zu 75, 85, schaffen wir hin und wieder schon. Ja, und 35 und 45 im Upload Mbit und so weiter pro Sekunde und so weiter und so fort. So, wir haben Rechte. Wir sind jetzt aber leider digital. Seit 10.10. hat Frau Merkel es durchgedrückt. Und seit 10.10. hat die Telekom das auch knallhart durchgezogen, alle anderen auch. Ihr wisst, ihr habt jetzt digitales Fernsehen für die Jugendlichen hier bei Funk, ARD, ZDF, die zuschauen. Zwischen 14 und 24, euch kann ich nur sagen, als Älterer, es ist nicht so einfach, an eure Techniken heranzukommen, die wir euch 1979 auf den Weg gebracht haben. 1979 nannte man uns die Pixelväter, also mich nicht, ich war da noch zu jung, aber so jung auch wieder nicht, denn ich war der Sohn eines Pixelvaters. So ein Sohn eines Pixelvaters, der 1979 die Pixeltechnik... Morgen! Morgen! Wie immer bei Kundschaft gehen alle Kameras aus. So, am Samstag, wie gesagt, ist ja hier Star Wars Stammtisch. Und der Kunde sagt da auch gerade, shit, bitte ist das hier, Böcklunder hier wird. Finde ich toll. Wir haben ziemlich viele lustige Kunden, wir haben aber auch Kunden, die mit der neuen Technik nicht klarkommen. Denn wir sind ja jetzt digital, habe ich ja vorhin erwähnt. So, wir leben jetzt in einer digitalen Zeit. Wir hier Industrie 4.0, wir sind ja schon seit 1979 dabei. Und jetzt heißt es halt Industrie 4.0, die sogenannte totale Vernetzung. Wir sind total vernetzt, ob nun mit den Behörden, mit den Anwälten und so weiter und so fort. Herr Christian Lindner, FDP, möchte gerne die reine Digitalisation. Das heißt, man müsste jetzt so eine Sprache machen. Man sitzt jetzt hier und spricht dann mit dem Amt. Oder halt müsste das jetzt hier bei einem Terminal für ein Amt eingeben. Und da sind wir auch wieder beim Kern der Sache. Was ist denn mit den älteren Leuten? Mit den älteren Leuten, die ab 48, 59 geboren, sich aber nie für die Technik interessiert haben. Auch die ab 69 geboren, die sich nie für diese Technik interessiert haben. Die eiern jetzt hier rum. Ja, dafür sind wir ja da. Wir helfen. Wir helfen, weil das unser Beruf ist. Helfen heißt, wir stellen Geräte zur Verfügung, dass die Leute damit kommunizieren können. So, das ist helfen.
Dafür kriegen wir aber kein Geld. Fürs Helfen bekommen wir kein Geld, weil wir helfen. Aber die Nutzung von Maschinen, die Nutzung von Geräten, die Nutzung von Daten, die Nutzung von Überspielung, die Nutzung von Aufzeichnung, die Nutzung von einem Studio, die Nutzung von Kameras, Ton und so weiter. Natürlich, diese Nutzung wird bezahlt. Das ist eine reine Dienstleistung. So, wir wollen uns einfach mal auf die Art auch vorstellen, weil wir jetzt hier ein hochbrisantes Thema haben, Stromabzocke. Ja, Stromabzocke. So, dass da auch Worte fallen wie Betrug, um Gottes Willen, wir nehmen das Wort Betrug nicht im Mund. Wir sagen nicht, sie haben betrogen, sie haben einen Fehler gemacht, den Fehler passieren. Aber nein, Rechtsanwälte sagen, wir machen sie darauf hin, wir werden sie zivilrechtlich verklagen, wir werden auch strafrechtlich gegen sie vorgehen. Mann. An alle Anwälte, ihr solltet mal ein bisschen sozial sein. Unser Anwalt ist ja Gregor Gysi, den haben wir auch geschrieben. Ne? Wir haben dem Herrn Gregor Gysi diesen Fall mal hier erläutert. Wo habe ich denn das jetzt? Ja. So, aber antworten wird, weiß ich nicht, hat ja jetzt zu tun. Ich weiß auch gar nicht, wie den Herrn Kollegen der Linken ansprechen sollte, weil er war ja nun mal lang genug Politiker dabei und jetzt ist er halt Rechtsanwalt. Und er würde auch arbeiten. Wir hatten hier Kunden, deswegen kam ich auch da drauf, die hatten einen Rechtsanwalt aus Göttingen kommen lassen und dann auch Herrn Gysi, der war auch, ich denke, ich gucke nie richtig, aber wie gesagt, Herr Gysi arbeitet halt auch bundesweit. Und andere Anwälte auch. Ja, durch diese Industrie 4.0 kommt es ja auch dazu, dass man ja irgendwann einen Fachanwalt durch das Internet ganz woanders. Ja, man kann ja auch im Internet sich beraten lassen, nur das ist halt noch nicht so, das ist ja keine Körperschaft. Man hat man tippt da alles ein, vor allen Dingen die Advocat. Ne? Die Advocat oder man überweist 150 oder 300 Euro. Ihr braucht für euer Recht Geld. Ja. Ich weiß nicht, ob alles, was ich jetzt sage, geht einfach mal rein bei Google, gibt Rechtsanwalt ein, ja, oder, und dann schaut mal, da steht da, oder Allianz, wie heißen die alle, Rechtsschutzvereine da, sucht euch einen aus, und geht da rein und dann steht da plötzlich 150 Euro, 300 Euro Selbstbeteiligung, auch Advokat, Rechtsanwalt, bester Liebling oder so ähnlich, ja, da war auch so eine schöne Zeit. So, wenn ihr aber. Wenn euch jetzt was passiert und ihr müsst da mit 150 oder 300 Euro Cash zum Anwalt gehen und der freut sich, dass er 150, 300 Euro bekommen hat und erzählt euch eine schöne Story, dass er Familienvater ist, alleinerziehend oder eine Frau, ich bin auch alleinerziehend und ich muss ja auch zusehen, richtig, Rechtsanwälte müssen zusehen, dass sie Geld verdienen, ist doch geil, oder? Hör mal, wir haben hier 560.000 Menschen, davon über 6.000 Arbeitslose, sozial und so weiter, die rechtliche Beratung brauchen, weil sie nämlich vom morgens bis abends abgezockt werden. Ja, ist doch geil, aber hätte ich das gewusst, hätte ich mein Studium damals vollendet. Aber nach 8 Semester Traurigkeit habe ich mir gedacht, kein Bock mehr. Ratet mal, warum ich so viele Bücher habe. Denn damals musste man nämlich Bücher lesen. Das heißt also, man ist auf einem Rechtsgebiet unterwegs, da war man hier so am Lesen. Und dann kommt hier, die Klage soll gemäß § 65 Absatz 1 FGO außerdem einen bestimmten formulierten Antrag enthalten. So, früher musste man dann den Antrag suchen. Welchen Antrag meinen die denn für § 65 Absatz 1 FGO? Ne? Ja, ne? Das ist nämlich Finanzgericht. Ja, das sind nämlich die Härtefälle. So, da braucht man nämlich einen Antrag. Ja, zum Beispiel, oder wichtige Grundsätze des Verwaltungsverfahrens, Absatz, 103 Absatz 1 GG, danach muss gewährleistet sein, dass sie vor Gericht alle ihnen zur Verfügung stehenden Angriffs- und Verteidigungsmittel vorbringen können. Auch das Urteil darf gemäß § 108 Absatz 2 VWGO nur auf solche Tatsachen und Beweisnisse gestützt werden, zu denen sich die Beteiligung äußern können. Zum Beispiel, sind alles so Sachen. So, heute macht man das da, nicht mit dem Buch, um Gottes Willen. Da geht man da rein, dann gibt man Paragraph 1 rein. Ne? Bei Verlangen vorzeigen ist Artikel 6. Bei so einem, zum Beispiel bei einem Polizisten, der hat ein polizeiliches Gesetz. Ja? PSG. Ja. Und wenn er zu einem Polizisten geht, bei Verlangen vorzeigen, sollte er wissen, dass er seinen Ausweis zückt.
Aber egal, auch Gerichtsvollzieher bei Verlangen vorzeigen. Tun die nicht, weil mittlerweile privatisiert. Ja, seit 2012 sind auch Gerichtsvollzieher private Personen, die im Auftrag arbeiten. Ja, behördlich arbeiten. Man kann sich auch als Gerichtsvollzieher ausbilden lassen, ab die 40 Jahre alt und so weiter. So, heute ist alles einfach. An sich braucht man gar keine, genau, man muss gar keine Aufklärungssendungen mehr machen, weil heutzutage setzt man sich hin und wenn man gut ausgebildet, gut weitergebildet ist, weiß man, wie man mit Google umgeht. Man stellt Google Fragen und Google antwortet, aber bitte vorsichtig, geht nicht in irgendwelche Foren, sondern geht zum Staat, gucken, was er da euch so erzählt oder wenn ihr Geld überhaupt, dann unterhaltet euch da mit einem Anwalt. Es muss nicht unbedingt der Gysi sein. Es muss auch nicht unser Staranwalt sein hier. Ich mag ihn. Ralf Höcker geht bei YouTube mal rein, Rechtsirrtümer, und dann erzählt er euch. Aus Sicherheitsgründen hatte die erste Sequenz immer schwarz. Ja? Also er hat Medienrecht und so weiter. Und es gibt ja viele Irrtümer hier. Ne? Mietnebenkosten, ne? Irrtum. Nebenkostenberechnungen für Mieter sind in der Regel korrekt berechnet. Das ist ein Irrtum. Richtig ist, Nebenkostenrechnungen für Mieter sind viel öfter falsch, als die Mieter meinen. Ja. Zum Beispiel, das ist noch ein kleiner Rechtsirrtum. Da gibt es, oh, Rechtsirrtümer, meine lieben Freunde, da gibt es so viele Rechtsirrtümer. Hier, Fahrrad in der Fußgängerzone. Irrtum. Fahrräder in der Fußgängerzone muss man schieben. Richtig ist, wenn man niemanden behindert, darf man das Rad auch wie einen Tretroller benutzen. Ihr müsst, ja, wir sprachen ja von Recht. Recht haben, Recht bekommen, zweierlei Schuhe, Recht vor Gericht, Recht mit dem Anwalt. Meine lieben Freunde, lesen bildet. Aber heutzutage liest keiner mehr, weil Lesen anstrengend ist, erst recht. Die schönen rechtlichen Sachen vom Onkel alten Fritz. Ja, Fritz war so sauer, dass er sein Brot nicht bekam, weil sein Untertan nicht dazu in der Lage war. Weil ein Bäckermeister seine Mühle nicht betreiben konnte, weil so ein Sputnik da Gräben gezogen, ja, und dann Springbrünnchen und so weiter und so fort, ne, so ein Landesknecht daher und vor und so weiter. Das waren noch harte Zeiten, 1700. Aber egal, so fing er alles an. So irgendwann, der alte Fritz wollte ja auch die Hoheit, die majestätliche Hoheit abschaffen, aber da kam leider schon die Guillotine in Frankreich, hat das alles zunichte gemacht und deswegen gibt es das Hoheitsrecht noch. Frau Kanzler kann das Hoheitsrecht noch nehmen, sie hat das letzte Wort. Das letzte Wort sollte an sich das Volk haben, aber war nicht schlecht, also war eine tolle Sache. Ich liebe das Recht, ich finde das Recht toll, bin nur sehr traurig, dass ich das Recht bezahlen muss. Ich muss ja, um Recht zu haben, Bücher kaufen, ja? Recht verstanden, erste Behörde, okay, ich mag ihn noch einmal, ne, den Ralf Höcker da, Rechtsanwalt. Wie gesagt, Gysi hat auch ein tolles Buch, werde ich mir auch mal holen. Ja, ah, ich bin da. Hier, ah ja, ich habe noch mal so einen kleinen Rechtsirrtum da. Ne? Kleine Kinder können nicht als Zeugen aussagen. Irrtum. Es gibt keine Altersgrenze für Zeugen. Es gibt keine Altersgrenze für Zeugen. Das ist die Wahrheit. Ach, wisst ihr, ich habe hier so viele Kunden, die hier von. Ja, was ist denn los? Ich war sauer. Ja, warum? Ich habe die AfD gewählt. Ja, was hast du jetzt davon? Ach, herrlich. Naja, jedenfalls solche habe ich auch. So, weil hier, wir sind international, wir sind in Industrie 4.0, ob nur DJ Valdez aus Malaysia, First Award aus Britannien, in London, hier steht und wir arbeiten. Oder hier irgendein Staatsanwalt oder ein Richter oder Ärzte. Ach, wir haben vieles hier, besonders samstags, wenn diese Berufsgruppen mitten der Woche nicht so viel Zeit haben. Wir hatten hier Universitäts, wir haben natürlich auch Studenten, ist richtig, aber wir haben auch ja, fertige Anwälte, fertige Richter, fertige Doktoren, fertige Architekten, die also schwer in ihrem Beruf sind, denn das ist unser Beruf, das sind Daten. Daten, die analysiert werden müssen, Daten, die zusammengefasst werden müssen und dann verpackt, eingepackt, übergeben werden. Und das ist halt Dienstleistung. Natürlich wird auch beraten. Beraten, das heißt also, wie man damit umgeht, wer nicht. Und wo man hingeht, wo man hingehen sollte, das war's. Wir machen keine Rechtsberatung.
Eine rechtliche Beratung machen wir nicht. Das Recht steht in Büchern. Wir können sagen, ihr habt Lust, Interesse, Rechtsirrtümer zu wissen. Seid ihr in einem sogenannten Rechtsirrtum, dann können wir euch beraten, sondern ihr kauft das Buch. Geht zu Tamia, ne, und kauft das Buch. Oder in deine Bücherei oder leih es dir aus. Ne? Ja. Ja, also wichtig für alle Zuschauer ist eigentlich das Strafgesetzbuch. Das Strafgesetzbuch, da ist nämlich eine ganz andere Geschichte wie das Zivilrechtliche. Das Zivilrechtliche kostet richtig Schweinegeld, weil da wird man langsam gezwungen, einen Anwalt immer mitzuschleppen. Im Strafrechtlichen kann man alles selber regeln. Ey, ich habe dir einen auf die Fresse gehauen. Nee, hast du mir nicht. Hör mal, wieso blutest du denn dann? Nee, und so. Ja, ja. Also im Strafgesetzbuch sind das alles solche Sachen. Nee? So, zum Beispiel hier so ein Rechtsirrtum von Kindern an Supermarktkassen. Ja. Was Kinder im Supermarkt kaputt machen oder essen, muss bezahlt werden. Irrtum. In vielen Fällen muss der Supermarkt seinen Schaden selbst tragen. Das ist rechtens. Jetzt kommt der Hammer. Ja, auch so ein Irrtum. Wirklich, das ist ein richtiger guter Irrtum. Man darf sich nicht vordrängeln. Egal wo. Jetzt kommt das Richtige. Vordrängen ist unhöflich, aber nicht verboten. Alles darf man. Ja. Also darf man es. Man darf sich vordrängeln. Man darf einem den Parkplatz wegnehmen. Ist nur unhöflich. Und wenn du unhöflich sein willst, dann bist du unhöflich. Dass du da weniger Freunde hast, ist dein Bier. Ja. Dann sei doch unhöflich. Ja, sei unhöflich. Ja, genau das ist nämlich das Problem. Die sozialen Netze beinhalten viele Unhöflichkeiten, aber keine Verbote. Ich weiß nicht, was das sollte damit Hass und was weiß ich nicht alles. Es gibt solche Gesetze nicht. Ja? Wer die große Klappe haben will, der hat die große Klappe. Wie lange er die noch hat, ist eine andere Frage. Aber er darf die große Klappe haben. Ja, ich weiß es nicht. Also, ich fand ihn sehr gut hier. Ich finde ihn, der ist nur zu weit weg. Ich kann ihn nicht dauernd hier. Zum Beispiel im Straßenverkehrsordnung, es ist links zu überholen. Überholen darf man nur, wer übersehen kann, dass während des ganzen Überholvorganges jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen ist. Ach, wisst ihr, ich finde es toll, dass die Leute immer auf den Rechten rumdackeln da. Wir sind ein Rechtsstaat. Ja, warum passiert denn hier so ein Schwachsinn? Das darfst du nicht. Du darfst nicht über rote Ampel gehen. Falsch. Auch eine rote Ampel darf sie gehen. Aber egal. Ihr müsst nicht mir glauben, ihr müsst denen glauben, die es gelernt haben. So, dass er natürlich nicht so bekannt ist mehr, logisch, weil auch er abgesägt wurde. Das Fernsehen durfte also nicht mehr eine Sendung, RTL hatte eine Sendung mit ihm und hatten dann über Rechtsirrtümer versucht aufzuklären. Weg. Fass ohne Boden ist weg. Wer? Mario Barth, ja klar, Mario Barth, der ist noch da. Mario Barth klärt auf, ne? Komisch, dass Mario Barth aufklärt, wenn man doch nicht aufklären darf. Ne? Schon mal aufgefallen? Ne? Ja. Hallöchen, Grüße. So eben entschieden, mal eben beim Höcker zu bleiben. Höcker, nicht den anderen. Ne? Das ist ein Rechtsanwalt. So, wie gesagt, die genannten Rechtsirrtümer. Wir haben jetzt einen Datensatz, also wir haben jetzt einen Auftrag, Datensätze so zu verringern, dass ein Rechtsanwalt damit klarkommt. Weil mittlerweile haben Rechtsanwälte keinen Bock, so viel Stapel zu lesen. Ist auch die Raffinesse mittlerweile. Weil wir zu wenig Staatsanwälte, zu wenig Polizisten und zu wenig Richter haben. Weil wir zu wenig Richter haben, machen die das. Die fahren dann einen ganzen LKW Beweise dahin. Ja, und dann braucht das Gericht 10 Jahre, um da durchzukommen. Und dann heißt es plötzlich, ach wisst ihr, der Prozess ist vorüber. Wieso? Ja, 10 Jahre sind rum. Dumm gelaufen. Und dann hat der an sich hätte müssen und so weiter, der hat richtig die A-Karte, der hat den Joker und, ne, und der andere, der Dumme, der hat dann nichts, denn der zahlt die Zeche. Aber egal. Aber ich kann es euch wirklich an Herzen legen, dass ihr mal die Rechtsirrtümer weniger bekommt, ja. Da gibt es so Sachen, weil wir haben ja jetzt viele neue Mitbürger hier in Deutschland, die anders sind, ja, die komplett anders sind und da passiert schon mal so etwas. Ne? Nachts ist Lärm,
durch Duschen und Baden verboten. Ja, nachts ist Ruhe. Ja, ist aber ein Irrtum. Auch nachts darf geduscht und gebadet werden. Das sind so gewisse Verordnungen, ja. Ja, denn es hält sich das Gerücht, dass die Nachtruhe in der Tat zwischen 22 Uhr und 6 Uhr gilt. Auch nächtliches Baden und Duschen betrifft. So, die Gerichte sehen das alles anders. Ja, zum Beispiel. Ne? Also die Gesetzesordnung stehen dabei. Ich will euch nur so sagen, dass ihr das Recht kaufen müsst. Ja, ihr müsst das Recht kaufen. Da könnt ihr euch ein Buch kaufen hier. Kostet mal eben 10 Euro. Damals etwas günstiger. Ne, doch, 10 Euro. So, zum Beispiel. Kriegt auch sicherlich billiger bei Amazon, ist ja klar. So, also es gibt auch Rechtsirrtümer in Österreich. Genial, finde ich stark. Es gibt auch Rechtsirrtümer in Österreich, ja. So, sie erzählen mir zwar, dass ich Recht habe, aber wie bekomme ich mein Recht auch durchgesetzt? So, und deswegen kann ich euch nur raten, ihr könnt jetzt nicht alle zu dem Anwalt rennen. Ich meine, ich mache jetzt fette Werbung für ihn, ich mache auch fette Werbung für Herrn Gysi. Und ich mache auch fette Werbung und ich klage sozusagen die Stromanbieter an, die mal besser mit ihren Kunden umgehen sollen. Klagen darf ich. So, Irrtum. Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nachts nicht ohne Aufsichtsperson unterwegs sein. Das ist ein Irrtum. Richtig ist, es gibt keine nächtliche Ausgangssperre für Jugendliche. Jugendliche können draußen machen, was sie wollen. Sollten sie sich nur nicht erwischen lassen, wenn sie Dummheiten machen. Ist klar. Ja, was haben wir denn da noch? Wir haben noch so was richtig Schönes hier. So, das Beste war mit den kleinen Kindern jetzt. Ja, jetzt haben wir es, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der sogenannte Rechtsirrtum. Wenn die Ampel grün zeigt, darf man immer fahren. Falsch. Auch bei grüner Ampel muss man manchmal stehen bleiben. Ja, ist halt so, kommt nämlich auf die Situation an. Ja, und das ist auch so was hier, ne? Es ist die Sache des Ladeninhabers, wie viele Artikel eines Sonderangebots er vorrätig hält. Ja, Irrtum. In der Regel müssen Sonderangebote mindestens 2 Tage lang vorrätig sein. So, wenn Aldi und Co. Print oder auch die Baumärkte, oh, wir haben heute, alles rennt hin, 2, 3 Artikel und tschüss. Ja, Raffinesse, aber ist nicht erlaubt. Ja, an sich, okay, wie Freenet, da war ja Mediamarkt und Saturn bis hinten hin voll. Da waren aber keine Sonderangebote, da hat richtig Geld gekostet, zwischen 69 und 79 Euro. Dann hatte man ein paar Monate free, ne? Deswegen heißt das ja auch Freenet. Ne? Unheimlich nett, dass man free ist und dann nicht free ist, aber egal. Und diesbezüglich, und so ist das auch mit den Stromanbietern, die zocken einen ab. Nein, wir zocken euch doch nicht ab, um Gottes Willen. Warum soll ich denn dann plötzlich, wenn ich monatlich 85 Euro gezahlt habe, oder hier, ich habe das große Vergnügen mit RWE, 80 Euro zu zahlen im Monat, und ein anderer, der viel günstiger war, ah, wir sind günstig, 130 Euro im Monat. Ist schon heavy, oder? Also noch einmal, wir sind international aufgestellt, wir sind online, wir sind Web-TV, wir sind Fernsehen, wir sind aber auch Dienstleistungen. Wir machen keine rechtliche Beratung. Nein, wir machen Comedy, ja, wir machen Blödsinn auch, ne? Bitte. Essen. Ja, wie gesagt, wir haben hier eine Kundin, die arglistig getäuscht wurde und die tun uns natürlich recht herzlich leid und deswegen helfen wir. Wir helfen, wenn nicht. Weil wir können nicht mit ansehen, denn es gibt gewisse Sachen, wenn man die nicht kann. Ja, man wird, so ein Stromanbieter zum Beispiel, so ein Stromanbieter zockt dich ab. Der kommt vorbei und sagt, ich möchte eine Rechnung von 6.000 Euro. Dann flippen die aus. So. Dann hat man die gerade so eben bezahlt, dann kommt der nächste Stromanbieter und sagt, ihr Stromanbieter hat 2 Monate nicht geliefert,
Wir haben aber geliefert und möchten jetzt nochmal eben 1000 Euro. Hammer, ne? Und wenn man dann den anderen Stromanbieter da fragt, hat man plötzlich zwei Verträge, obwohl nur ein Vertrag hatte. Ja, solche Sachen kann passieren. Und weil es so oft passiert und weil man bei YouTube so viele Sachen sieht, was da passiert. Und hallo, wir decken ja auch auf. Wir sagen ja, es passiert eine Menge. Wir helfen, indem wir sagen, wir schauen mal, wir beruhigen. Wir versuchen, die Nerven zu beruhigen. Ja, die Menschen, mehr können wir ja auch nicht tun. Ja, ich kann jetzt einen Arzt anrufen, da, der verdient dann auch sein Schweinegeld. Also ihr merkt schon, ich darf nicht eingreifen, ich darf nicht helfen. Ich kann nur zusehen, dass ich die Person zu jemandem bekomme und hoffen, dass sie genügend Geld bei hat, dass ihr geholfen wird. So, punkto Einwanderung zum Beispiel. Die einwandern über geschützte Länder und weiterlaufen durch geschützte Länder, wo nichts ist, kein Krieg, kein gar nichts. Aber in ein Schlaraffenland gehen, hier in Deutschland, ist doch ein Schlaraffenland, weil ja hier sind ja unheimliche Rechte. Wir sind ja unheimlich sozial, komischerweise. Ja, weil ja dann die Rechte haben, nämlich Schweinegeld verdienen. Ja, die Rechte haben, die nehmen sich ja diese Leute unter Fittiche, ne, und die helfen denen ja. So, und somit kriegen die ihre Gelder. Aber wenn ein normaler Bürger denen helfen würde, wäre strafbar. Ja, ja, so ist das. So, also ich kann jetzt nur einen Arzt anrufen und sagen, tut mir leid, ich schau mal, dass da einer Beruhigungsmittel hat und so weiter und so fort. Und ja, so in der Richtung. Weil ich selber darf nicht. Nein, ich darf nicht. Das ist ein Rechtsstaat. Toller Rechtsstaat. Aber ist so. Das ist ein richtiger toller Rechtsstaat. Wenn du Geld hast, hast du Rechte. Und wenn du kein Geld hast, dann seh zu, dass du Land gewinnst. Ja, so ist das. Okay, meine lieben Freunde, ich wollte einfach mal darauf hinweisen, dass wir, wie gesagt, versuchen zu helfen. Ja, aber nicht dürfen. Und wir nur die Sachen machen dürfen, die wir auch anbieten. Das ist ja nun mal unser Geschäft. Ne? Dienstleistung. Aufzeichnungen, Überspielungen herstellen, machen und tun. Schauspieler, Künstler und Normalbürger. Ne? Und ihr seht ja, wir sind fair. Sobald wir eine Dreharbeit haben, machen die Kameras aus und drehen am Ende weiter. Aber im Moment, sich das hier alles anzuschauen, Jamaika, ihr wisst ja, wenn eine Ampel ausfällt, ne? Straßenverkehrsordnung, rechts vor links zum Beispiel. Ach, und all solche Sachen. So viele Rechtsirrtümer, die es hier gilt, haut er schon einen um. So, wenn ihr genügend Geld habt, könnt ihr euch auch rechtlich beraten lassen. Und ich hoffe, die rechtliche Beratung hilft, dass ihr da durchkommt. So, die durchkommt, den gratuliere ich. Und die nicht durchkommen, den gratuliere ich nicht, weil die hatten Pech. Und das ist schade, dass sie Pech hatten. Aber das ist halt so. Der Rechtsanwalt lässt sich gemütlich bezahlen und sagt, du kannst mich mal. Ne? Kommt dann aus dem Gerichtssaal und sagt, Sie müssen zahlen, Sie müssen zahlen. Übrigens, wenn Sie eine Berufung haben wollen, suchen Sie bitte einen anderen Anwalt, ne? Und tschüss. Ja, und tschüss. Ja, dann muss man natürlich seine Rechtsversicherung da, hey, alles erklären. Ja, versucht mal den ganzen Käse da zu erklären, die ganzen Paragraphen zu erklären. Ja, so, dann prüft natürlich die Rechtsschutzversicherung das. Dann sagt sie, ja, Mensch, Sie haben recht. Dagegen können Sie, Berufung, hier, machen Sie, suchen Sie sich einen, machen Sie. Dann geht man da mit diesem Schüttelcheck irgendwo hin. Dann sitzt da auch wieder ein Anwalt. Ja, und der sagt, der Dropsch ist gelutscht, das hat sich erledigt, tut uns leid. Aber dafür kriegt er Kohle. Ja, dafür kriegt er Kohle. Dafür ist man ja versichert. Genial, oder? Und wer nicht versichert ist, also trotzdem versichert ist, aber 150 bis 300 Euro abdrücken muss, tja, der geht dann, genau, leer aus. Ja, so ist das. Der Anwalt bewegt sich keinen Meter, der ruft einen sofort an. Ja, Ihre Versicherung hat aber gesagt, dass Sie 150 Euro bezahlen müssen, ja, oder 300, je nachdem, Selbstbezahlung. Wenn Sie die eben überweisen, können wir da weiterreden. Ja, so geht das. Das ist euer Recht. Willkommen im rechtlichen Staat Deutschland. Aber Recht haben und Recht bekommen, wer viel Geld hat, hat Recht. Ja, braucht ihr gar nicht anfangen zu diskutieren. Fragt erst nach, wie viel Geld er hat. Und dann unterhaltet ihr euch mit dem. Weil wenn ihr kein Geld habt, lasst es sein. Lasst es sein, versucht das Bestmögliche daraus zu machen. Versucht das Bestmögliche irgendwie hinzubekommen, weil das ist eine Never-Ending-Story. Wirklich, es wird eine Never-Ending-Story, das klappt nicht. Ihr habt no change. So, Rechte, ne? Die Rechtsirrtümer und so weiter und so fort. So, euer Captain Rex,
bzw. Medienkanzler deckt gerne auf. Aber ihr dürft mir glauben, es ist hart geworden. Es ist sehr, sehr hart geworden in diesem angeblichen sozialen, rechtlichen Staat. Boah. Wir haben eine wirtschaftliche Demokratie. Mehr haben wir nicht. Hast du Geld? Hast du Rechte? Hast du kein Geld? Verschwinde. So sieht's aus. So, da sind wir nochmal ein bisschen kühler geworden, weil auch die Thematik ein bisschen kühl ist. Wie gesagt, Dr. Jura Ralf Höcker ist im Moment in London. Und die anderen Anwälte, also wenn ihr Dr. Höcker eingebt, das ist eine Riesenkanzlei. Worum geht es denn heute überhaupt? Es geht, dass man sich online beraten lassen kann. Natürlich, wenn man jetzt bei solchen Vollprofis, also wenn man genügend Geld hat, kann man sich von diesen Vollprofis natürlich hier gut beraten lassen. So, es gibt natürlich Bücher hier, Anwalt und Mandant, da stand auch drin, aber wie gesagt, diese online gibt es da gar nicht mehr, wie online.de und Anwalt, also Anwaltonline.de, den gibt es nicht mehr und all solche Sachen. Ist vom ARD gewesen, ARD. Ne? Also wie gesagt, solche Sendungen gibt es nicht mehr. Solche Sendungen gibt es nicht mehr. Die sind alle irgendwie weg vom Fenster. Aber da wir in einer neuartigen Zeit sind, Industrie 4.0 bedeutet, man kann netzwerkartig arbeiten. Das Problem beim Netzwerk ist aber auch, dass man sich mit dem Computer auskennen muss. Weil man ja viele Parameter anklicken muss, Sachen einscannen muss, damit der Anwalt arbeiten kann und all solche Sachen. So, und dann muss man das Kleingedruckte lesen, denn zwischen 10 und 190 Euro kann das kosten. Sondern man sitzt vor so einem Monitor und ist der Meinung, dass da Anwälte sitzen und dann, wie gesagt, die Antworten rüberbringen. Man weiß es aber nicht, ob das stimmt. So. Diese Anwaltskanzlei sucht zum Beispiel Rechtsanwälte für öffentliches Äußerungsrecht. Das, was ich mache, öffentliches Äußerungsrecht. Dafür gibt es nämlich auch mittlerweile Anwälte, wie man sich öffentlich äußert, ob das alles richtig ist und so weiter. Weil wir mit unserer Vollmacht hier sind ja auch sofort angegriffen worden. Man wollte uns auch sofort strafrechtlich und so weiter und so fort. So wie sich das herausstellt, hat dieser Stromanbieter die Kundin nicht irgendwie informiert, hat das Geld einkassiert, Monat für Monat, hat eine horrende, also wirklich eine horrende Abschlagszahlung gefordert. Und jetzt kommt zusätzlich noch, das darf ich ruhig nennen, weil die gibt es ja auch nicht mehr, RWE. Zu dem Zeitpunkt war das RWE noch da, jetzt heißen die anders. So, und die haben das direkt weitergegeben und die haben es direkt weitergegeben. Ja, jetzt kommen sozusagen Inkassos. Ja, das kann es ja nicht sein. Ne? So, wen soll man jetzt fragen? Ich werde natürlich höflich fragen, ob RWE da, wie die da drauf kommen. So, wir haben jetzt RWE aufgefordert, sie möchten doch bitte nachweisen, dass das stimmt. Dass die Firma, die angegriffen wird, weil die Kundin da angegriffen hat, und dann reichlich Märchen erzählt und Sachen. Ich meine, ein Stromanbieter fängt sofort an, da habt ihr keine Chance. Bei den Telefonanbietern, Stromanbietern, also allen, das geht ruckzuck. Ruckzuck ist eure Tasse leer, aber richtig leer. Ja? Wer kein P-Konto hat, sieht dann ganz alt aus. Ja. Ach, also hier ist was geschehen. Wir haben ja zuerst angedacht, dass hier ein Fehler passiert, weil wir immer vom Normalen ausgehen. Fehler passieren. So. Wir, auch euer Medienkanzler, hat sich angewöhnt, so Fehler einschleichen zu lassen, um dann abzuwarten, was passiert. Dann kommen irgendwelche Rechtschreibgraffitis da, ihr wisst schon, die dann loslegen, anstatt zu fragen. Aber egal. Man muss einfach nur testen. Also das Äußerungsrecht hat jeder. Ihr dürft euch alle öffentlich äußern. Und dieses Recht habt ihr. Und diesbezüglich gibt es natürlich mittlerweile auch Anwälte. Ihr merkt, wir haben eine wirtschaftliche Diktatur, nein, aber nicht. Wir haben eine wirtschaftliche Demokratie. Wer viel Geld hat, hat viele Rechte. Wer kein Geld hat, sollte schnellstens das Land verlassen. Ja, Gerichtsvollzieher sprechen so. Ja. Wenn ihr da nicht passt,
Da geht in andere Länder, dann schauen wir mal, was da los ist. Ja, da darfst du vielleicht auch mal drauf fahren, vielleicht darfst du auch mal da eine Knarre ziehen. Vielleicht ist es dann vielleicht doch dein Recht, wie in Amerika, mal eben durchziehen, bam bam, vielleicht doch irgendwie besser. Ne? Okay, war ein Scherz. War ein Scherz, war ein Scherz. So, Äußerungsrecht, ja. Also Äußerungsrecht, oh ja, Äußerungsrecht. So, Äußerungsrecht. Äußerungsrecht bei Amazon.de. Wow, kann man kaufen? Kann man kaufen. Ja, gibt Bücher. Das Recht der Wort- und Bildberichterstattungen. So, ne, gibt es also genügend. Das Recht, aber das kostet das Buch mal eben 120 Ocken. Ja, ah, herrlich. Ne, das Recht der Wort- und Bildberichterstattung, Handbuch des Äußerungsrechts. So, euer Medienkanzler, euer Captain Rex nimmt dieses Recht ja in seinen Sendungen in Gebrauch. So, so Handbuch des Presserechts, ja, habe ich auch so einen Job, ja, Videojournalismus, kostet dann 111 Euro. Ja, und das reine Presserecht kostet 101 Euro. Ja, ist natürlich heftig, man ist da ein paar tausend Euro los. Wie in alten Zeiten, wie in alten Zeiten war man da am Kaufen. Ist ja, das ist noch nicht alles, ne? Recht verstanden, Ersthilfe, Behördenärger, Anwalt und Mandanten, und wie gehe ich um mit meinem Sozialschein und so weiter und so fort. Ne? Das Schöne aber ist, wenn man denen das dann schreibt und sagt, ey Leute, ihr seid im Unrecht, dann sagen die, war das ein Anwalt? Ne, war kein Anwalt. Also ganz nicht wahr. Ja, so sind die. Die zeigen dir sofort den dicken Finger da und den stoßen sie euch ringeros in den After. Glaubt nicht, das schafft er. Ja, die sind so, die sind so. Ja? Ach, herrlich. Ja, die Ämter und alles. Nö, das geht nicht. Doch, ich darf. Ich möchte sofort ein P-Konto. Nee, das geht nicht. Ein P-Konto geht nicht. Sag ich, wie? Im Online gibt es ja tonnenweise P-Kontos. Ne? Zum Beispiel. Ja, das ist nur ein Beispiel. Ach, herrlich. Ja, was ist los? Was ist bloß los? Ne? Schon geht's los hier, Rechtsanwalt, Doktor, hm? Dann geht's los. Ne? Ah, ja, also. Das Äußerungsrecht ist das Recht, welches sich mit unwahren oder verleumderischen Aussagen beschäftigt. Schwerpunkt sind heute unwahre Tatsachenbehauptungen im Internet, gegen die sich die Betroffenen zur Wehr setzen müssen oder deren Zulässigkeit, die Äußere zu bekämpfen und so weiter und so fort. Das ist jetzt die IHK in Berlin, die haben da so einen Anwalt. Ne? Also, wenn wir jetzt hier online-mäßig, deswegen sage ich ja Verbraucher. Ja, wir sind Verbraucher und wir sind Abhängige. Ne? Ja. Ja, wenn man so sieht, den Herrn Böhmermann, was der von sich gegeben hat. Ja, Herr Böhmermann ist immer beim Fernsehen. Ja, ne? Ach ja, ja, ja. Satirischer Kontext und alles. Ja, ist ja so. Ja. Aber ich beende das jetzt mal. Also ich wünsche euch nämlich ein super tolles Wochenende. Viel Spaß. Übrigens habe ich endlich eine Netflix-Karte. Ich kann jetzt endlich die Serie sehen, da kann ich darüber berichten. Über Star Trek, aber das, was ich gesehen habe, hat mir schon gefallen, ist okay. Ist nämlich neu. Gut, dass die Klingonen jetzt nicht mehr aussehen wie die Klingonen. Aber meine lieben Freunde, wollt ihr die Klingonen von 1966 haben? Ha? Captain Kirk und so? Habt ihr da die ersten Klingonen gesehen? Also, ne? Netflix und das neue Star Trek. Also. Wie gesagt, das ist nur eine Sendung und auf die Äußerung wird hingewiesen, nur wenn da was auffällt, dass da welche sind, die wirklich arglistig unterwegs sind, da muss man auch schon mal sagen, ey Leute, wir machen alle Fehler und wenn wir Fehler machen, sollten wir dazu stehen und nicht direkt zum Kadi gehen und dann noch mehr Schaden verursachen und sich freuen, hahaha. Nee, also das kann es nicht sein. Also dieser Fall hier ist sehr, sehr merkwürdig, weil plötzlich steht da IV, Teamleiter und all solche Sachen. Und sonst heißt es immer Rechtsanwalt, jetzt ist es ein Teamleiter, jetzt in Vertretung plötzlich und all solche Sachen. Also das kann es nicht sein. Ja? Also das kann es nicht sein. Aber egal, kriegen wir schon hin. Das ist mal, also geht euch allen, wenn euch allen mal schlecht geht oder so, versucht euch, und wenn es nicht klappt, trotzdem Hilfe und nicht sofort irgendwo hinrennen. Es kostet Geld. Wer jetzt behauptet, es ist kostenlos, nein, Rechtshilfe ist nicht kostenlos. So.
So, kostet Geld. Das habe ich selbst getestet, bin da hingegangen, sage ich, brauche Rechtshilfe, guckt er mich an. Das geht nicht, suchen Sie einen Anwalt auf, tun Sie mal 20 Euro rein und tschüss. Ja, so war das. Bei Gericht, ja, da kommt er nämlich rein, da, der Advokat. Man muss nämlich richtig arm sein. Ja? Wenn man dann so richtig arm ist, zahlt nämlich der Staat. Jemand zahlt. Irgendjemand zahlt. Das ist so. Es gibt kein Recht für umsonst. Nee, no change. Du musst für dein Recht nicht nur kämpfen, du musst auch richtig bezahlen. So sieht's aus. Und darum haben wir eine wirtschaftliche Demokratie. Und wenn die Bürger nicht wach werden wollen, bleibt das so. Und wenn diese digitale Welt kommt und wir nicht helfen dürfen, dann werden wir sauer. Dann werden wir sauer. Dann besorgen wir uns Anwälte, dann werden wir den anderen Anwälten, wie sie alle heißen, mal Dampf machen. Weil wenn wir elektronisch werden, wenn wir nur noch digitalisiert sind, müssen wir nämlich dann auch die Leute ab 50, 60, 70, 80 auch einbeziehen oder die Leute einbeziehen, die irgendwie mit dem Computer nicht klarkommen. Nicht alle kommen mit einem Computer klar und nicht alle kommen mit einem Forum klar und nicht alle kommen mit den Seiten klar. Ja? Jetzt gerade die Rechtsbeihilfe Organisation gesehen, da stand direkt drunter 10 bis 190 Euro und sie bekommen eine Rechnung. So, unter uns, wer faxt denn jetzt dahin? Nur eine Frage stellen. Eine Frage stellen, hör mal, ein Stromanbieter zockt mich gerade ab, was soll ich machen? Dann bin ich ja schon 10 bis 100 Euro los, indem er sagt, geh hin zu einem Anwalt, erklär dem das oder erklär uns das. Ja, wir schreiben dir das dann und schicken dir das dann zu. Ja, toll. Ist mal 10 bis 100 Euro oder so. Also Hammer! Nein, also wir helfen jetzt eine Kundin, das kostet gar nichts. Ne? Null, Jente, kein Geld fließt da, weil wir sehen nicht ein, dass eine Kundin so dermaßen abgezockt wird. Wir können nicht alle retten, wir können nicht alle, so viel ist unsere Zeit, meine Zeit, ist auch mein Geld, was ich da opfer. Aber es gibt Fälle, da kann man einfach nicht weggucken. Man kann einfach nicht weggucken, da zieht ein Mensch um, ja, und das war schon Kadaumes hoch 16, weil manche Menschen hier in der heutigen Zeit, wir brauchen nicht Wohnungen, kosten Schweinegeld. Ja? Die Umzüge kosten Schweinegeld. Also das Leben ist teuer geworden. Das Leben ist teuer geworden. Ich frage mich manchmal nach der Wende 1948, wo alles noch aufgebaut werden musste, weil da vieles noch in Schutt und Asche war. Komisch, da hat alles geklappt. Da hat alles geklappt. Der Staat hatte seine sogenannte Rechtsbarkeit, ja? Staatsrecht. Schutz, so nannte man das. Der Staat gab seinem Bürger Recht Schutz. So, und jetzt aber muss der Bürger sich seinen Schutz selber besorgen. Ja, bald gibt es kaum noch Polizisten, zu wenige. Rechtsanwälte gibt es zuhauf, die gibt es tonnenweise. Aber Richter gibt es kaum. Ja. Und Staatsanwälte gibt es kaum. So, die haben ein paar Minuten im Dauerflugtag, haben die da innerhalb von Sekunden 180 Fälle da auf dem Tisch. Ja. So, und wie sollen die da das bearbeiten? So, und wenn dann keiner helfen darf, nur Anwälte helfen darf oder dürfen, was soll das? Das ist doch reine Abzocke. Können Sie mir helfen? Ja, 10 Euro. Das geht ja. Können Sie mir helfen? 190 Euro. Hä? Was ist denn jetzt los? Ne? So, oder wie in dem Fall hier mal eben, was war das? 589,95 für nichts, für nichts und wieder nichts. Und 12,90 Euro für die Gerichtskasse. Weil da Akteneinsicht gefordert. Es wurde Akteneinsicht gefordert, das kam schon mal 12,50 Euro. Und ob die Akten wirklich gesichtet wurden, wer hat denn schon Lust, Akten durchsichten? Hä? Hä? Wer hat denn wirklich Lust, solche Fluten von Akten durchzugucken? Ja? Und dann auf den Nenner zu kommen, ob da ein Rechtsfehler drin ist. Hallo, meine lieben Freunde. Das wollte mir doch nicht erzählen. So, die Dame hat sich dann mal eben 600 Euro eingepfiffen. So, wir machen das kostenlos, aber nur einmal. Wir veröffentlichen das auch, dass wir jemandem helfen. Weil dieser hat es verdient, dass man ihm hilft. Sowas Böses haben wir noch nie erlebt. Und deswegen sind wir eingeschritten. Kostenlos, kostengünstig. Deswegen veröffentlichen wir das auch, beziehungsweise ich veröffentliche das, euer Medienkanzler, euer Captain Rex aus Star Wars, ein Rebell. Ne, passt ja zu mir. Und werde jetzt rebellieren. Ich rebelliere gegen dieses wirtschaftliche, demokratische, kapitalistisches Auffressen aller Menschen, die kein Geld haben. Also, da habe ich was gegen. Ja? Ich meine, Rechtsschutz kann da ruhig ein bisschen billiger sein, weil das Recht haben und das Recht bekommen sind auch wieder zwei
verschiedene Schuhe und die sind sehr bunt. Da guckt jeder drauf. Jeder guckt da drauf. Jeder. Zauberwort Digitalisierung. Sie stellt Unternehmen vor große Herausforderungen, aber sie bedeutet auch eine große Chance für sie. Denn der Trend im Business heißt heute Internet of Things. Alles, was vernetzt werden kann,